So, da bin ich. Und wir brauchen noch so 10 Minuten oder so. Ich muss erstmal in Bastelstimmung kommen. Und war es auf der Arbeit wieder ein bisschen nervig. Und danach habe ich Sport gemacht. Also ich bin noch nicht so wirklich komplett in Bastelstimmung. Aber das wird sich wahrscheinlich demnächst ergeben, hoffe ich mal. Habt ihr irgendwas Spannendes heute gemacht? Gibt es irgendwelche wichtigen, interessanten Neuigkeiten? Ich habe gesehen, Game Awards sind. Es könnte mich kaum was weniger interessieren gerade. Game Awards haben mich ehrlich gesagt noch nie interessiert. Es gab mal eine Zeit, da habe ich total drauf gebrannt, neue Ankündigungen zu haben von Games, sei es irgendwelche Pressekonferenzen oder was vorgestellt wurde. Aber nachdem das alles mittlerweile so lame und overhyped ist, bis auf ein paar Sachen, mache ich die meisten. Gestern habe ich auch nicht geguckt. Ich lese mir einfach Zusammenfassungen durch und gut ist. Tja, siehste. Leute, was ist die beste Rusty.de, bevor wir loslegen? IntelliJ mit Rust-Plugin, Visual Studio Code. Ich habe mir im Vorfeld nicht viel angeguckt. Ich habe nur ganz kurz mal so ein Hallo Welt-Tutorial gelesen. Das war's. NeoVim? Ja, mit was denn? NeoVim alleine wird's ja kaum sein, oder? Language Server oder was? C-Lion mit Rust. Na gut, da kann ich auch IntelliJ mit. Wobei C-Lion habe ich schon installiert. Da kann ich auch C-Lion verwenden. Ja, wahrscheinlich. Wobei ich weiß gar nicht, ob ich auf dieser VM installiert habe. Das ist genau das Gleiche. Das ist Visual Studio Code. Nur, glaube ich, ohne proprietären Microsoft-Krempel. Was teilweise gar nicht so einfach ist, weil du beispielsweise für CodeShare und für die C++ Extensions und sowas. Ja, die Visual Studio Code C++ Extension ist proprietär, die geht nicht. Also ja, also ich habe Rust mal gemacht vor einer ganzen Weile. Ich glaube, da war die Sprache noch nicht mal 1.0, als das neu war. So ganz grob habe ich ein bisschen Ahnung von, aber nicht wirklich viel. Ah, ich weiß, dass du bei der hinter dem Print ein Ausrufezeichen brauchst, weil es ein Makro ist. Ich weiß, dass du mit Cargo dein Zeug managst und. Aber ich weiß, dass die Syntax teilweise ein bisschen Paint-Shape ist. Sehr viel None, Some, Optional. Dass Multithreading damals ziemlich Paint-Shape gewesen ist. Wobei uns das für WebAssembly wahrscheinlich nicht ju weiter jucken muss. Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Ownership, Borrow-Checker, genau dieses ganze Zeug. Da werden wir heute wahrscheinlich ein bisschen ausflippen. Aber wir machen simple Sachen. Ich habe keine Einladung zur Beta. Ich habe auch mich noch nicht mal angemeldet zur Beta. Warum muss man sich da überhaupt anmelden zu einer Beta? Warum kann man nicht einfach einen Editor in der Beta installieren? Ah, die machen das Gute quasi wie irgendwelche neuen Social-Plattformen. Die sind auch immer mit Einladung am Anfang. Gibt es eigentlich Clubhouse noch? Nee, wobei Clubhouse gibt's doch, interessiert doch keinen mehr, oder? Die haben doch mal irgendwelche Daten geleakt und seitdem will da keiner mehr hin. Heute kurz, nicht Assembler, WebAssembly. Es hat wenig zu tun mit wirklich x86 Assembler oder sowas. Man kann WebAssembly sogar in einer Lisp-ähnlichen Sprache zusammenwursten von Hand. Habe ich letztens ein Video drüber gesehen. Ja, da wurde irgendwas geleakt. Das war, ich weiß aber nicht mal was. Irgendwas wurde geleakt und ach, kein Schimmer. Ich hatte die App nie installiert. Ja, Lisp. Also, Leute, wenn ihr auf Programmiersprachen steht, die im Endeffekt so, also im Prinzip bisschen so aussehen, dann mögt ihr Lisp wahrscheinlich. Ich habe früher mal eine ganze Weile Emacs verwendet, so zu Zeiten noch, als Visual Studio Code noch nicht angesagt war. Und auch die ganzen Extensions. Und ich sage euch, Emacs Lisp ist wirklich das Schlimmste, was es gibt. Ich weiß gar nicht, warum das so viele abgefeiert haben immer.
Ja, fast. Ich überlege gerade. Wie man das jetzt am besten macht. Als erstes installiere ich mir mal IntelliJ oder gucken, ob ich CLI noch installiert habe. Erstmal installieren wir den ganzen Krempel und dann schauen wir mal. Ich muss mich ein bisschen an Rust rantasten, wobei so ein Hallo Welt kriegen wir wahrscheinlich relativ zackig zum Laufen. Ob wir heute was mit FFmpeg hinbekommen, da habe ich so meine Zweifel. Weil das ist ja eigentlich das, was ich ausprobieren will, ob ich mit FFmpeg, was im Browser quasi transcoden kann. Und ich will wirklich Low-Level das machen, also AV-Frames rausholen und nicht irgendein fertiges FFmpeg zu WebAssembly-Kommandozeilentool verwenden. Ich bin mal gespannt, ja. Aber ich glaube nicht, dass wir das heute so weit hinkriegen. So. Also, was ist das heute für ein Hintergrund? Das ist das Bing Image of the Day. Das ist eine Wiese mit roten Flecken. Alles klar. Was ist dein Haupt-OS? Windows 10. Das ist Windows 10 und das ist eine Linux-VM. Sind eigentlich deine Hardware-Komponenten bekannt? Ja, die sind gar nicht sonderlich gut. Mittlerweile. Damals waren die ziemlich gut. Das hier, oder? Ja. Hast du 32 GB? Ja, ich habe 32 GB Speicher. Man, hier stehen, glaube ich, nur 16 drin, aber es sind insgesamt 32, ja. Guck hier da, 32 GB. Aber das brauchst du nicht. Guck mal, also das ist jetzt nicht. Armor Reforged, nee. Reforger. Gesehen habe ich das schon, aber nicht gespielt, nee. Also guck, du brauchst, also um ein paar VMs ordentlich laufen zu lassen, brauchst du keine 32 GB. Ich habe es voll übertrieben. Ich meine, ich habe dieser VM. Hallo? Ich habe dieser VM 16 GB RAM und 4 CPU-Kerne gegeben. Das braucht die im Leben nicht. Armor Deforged. Nee, das war Warcraft 3. Deforged. Also der Rechner ist 4 Jahre alt und ist immer noch ziemlich gut. Hauptsächlich wegen der 1080 Ti. Das wird sich gleich zeigen. Nein, nein, das ist nicht die neue VM. Die ist ja noch gar nicht fertig. Ich glaube, bei RAM-Auslastung ist eigentlich weniger mehr. Mad Boy Mad Prime Subscriptions hier. Dankeschön. Massive Prime Sub. Ich habe übrigens vorher noch eine neue Version vom EPG Champ gepostet. Der cached das ganze Zeug jetzt ordentlich. Jetzt geht es ein bisschen schneller. Und die Aufnahme funktioniert auch wieder. Wie heißt nochmal die Terminal-Anwendung? Das da, CMD, ja, CMD. Aber mittlerweile, du kannst auch das neue Windows-Terminal verwenden, das ist auch ganz okay. Allerdings, please nicht mit PowerShell. Na gut, doch mit PowerShell. PowerShell ist okay. Ich mag PowerShell als interaktive Shell nicht, aber PowerShell ist okay. Was halt Obercrap ist, also Hyper, Ultracrap, ist das. Ist das CMD-Fenster und dann da drin irgendwie so Batch-Shell. Ganz abartig. PowerShell gibt es übrigens mittlerweile sogar unter Linux. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier mal Just for Fun installiert habe. Geht, seit es .NET Core gibt es den Kram. Auch für Linux. So, ich muss mal kurz ein bisschen Platz machen. Wartet mal. Leute, ich muss mal kurz was gucken. Wo ich hier viel Platz verschwende. Dart. Ich habe immer noch Dart und Flutter drauf. Ja, das könnte man tatsächlich mal löschen. Auf. Mach hinne. Ich muss ein paar Sachen löschen, da ich genug Platz habe wieder. Ich glaube, ich habe da schon 160 G dran. Oder 80 nur? Hm.
Hat nicht denselben Umfang wie unter Windows? Ja, das wundert mich nicht. PowerShell war ja ursprünglich als Windows-Automatisierungsding geplant. Da ist ja auch dieses ganze... Wie heißt das unter Windows? Nicht WSL. Ich meine nicht WSL, ich meine dieses... Dieses Abfragezeug, WMI heißt das, glaube ich, unter Windows, ne? Wo du so Systeminfos abfragen kannst, so. Das ist ja, hat ja eigentlich alles ganz gute PowerShell-Integration, aber das gibt's ja unter Linux gar nicht. So. Oldschooler hier. Gucke dich schon lange. Kam nie dazu, im Stream zu sein. Ja, ursprünglich hatte ich eigentlich gedacht, wir könnten eine Runde Battlefield spielen. Wenn jetzt die neue Season rauskommt. Aber ich habe heute absolut... Kein Bock auf Battlefield 2042. Ich bin eh ziemlich im Arsch. Ich bin ehrlich gesagt auch nur angekommen, weil ich gestern gesagt habe oder gestern extra habe abstimmen lassen, was wir heute machen wollen. Zwar mit dem Hinweis, vielleicht auch nix, aber ich wollte dann trotzdem jetzt auch nicht den Streamstreak abreißen lassen. Ich meine, das ist jetzt Premiere. Ich glaube, das hatte ich noch nie. Ich war 7 Tage oder 8 Tage in Folge on. Das ist ja... Das kommt ja normalerweise nie vor. So, also Home. Na, da haben wir nicht viel. War. Lip. Alter. No, God! No, God, please, no! 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 Snap Pains Champ, Alter. Was hab ich denn überhaupt? Snap List. Snaplist. WTF. Ah. Wie krieg ich das überhaupt weg? Snap. Remove. Okay. Weg damit. Braucht doch kein Mensch. Bare. Core. Dings. GTK Common Themes. Warum? LXD haben wir... Was habe ich denn hier alles für einen Müll drauf? Was laufen? Warum hast du... Ich weiß es nicht. Ich habe noch LXD... was habe ich denn hier alles für Zeug? Delete. Remove. Ach. Uninstall. Ach, ich weiß gar nicht, was ist. Ich hoffe mal, dass es Remove ist. Nein, Delete. Delete? Vielleicht? Okay. Delete. Da runnt sogar ein Container standardmäßig. Leute, ich habe keinen blassen Schimmer, was es ist, aber ich lösche das jetzt einfach. Kann nichts Wichtiges sein. Einfach weg damit. So, und dann werde ich gleich wegschmeißen. Ich muss mal kurz ein bisschen Platz machen. Ja, auf... Ausgehen, please. Arch, by the way, ja. Da kann es schon mal sein, dass man über... Arch ist so wahnsinnig advanced und geil. Da kann schon mal passieren, dass man die Übersicht verliert, was man so alles läuft. Sag mal. Kann sich das vielleicht mal beenden? Please. This operation can't be cancelled. Ja, was denn jetzt? Kann ich es jetzt canceln oder nicht? Boss. Weg. Okay. Alles klar. Delete. Weiß nicht, was es ist, aber das muss weg. Muss man bei LXC auch noch Images löschen? Wie bei Docker, oder ist das danach fort? Image. Image List. Ja, 200 irgendwas. Image Delete. Ubuntu 18. Das läuft schon eine Weile hier, würde ich sagen, oder? Wenn wir hier in Ubuntu 18.04 laufen haben. Okay, so, und jetzt kann ich Snap Remove. Ah, fort. Und jetzt habe ich... Was? No, God! Warum ist Snap so ein Crap, Alter? Und jetzt?
Snap is being used by... Okay, das kann ich nicht löschen. Das gehört zu Snap dazu, alles klar. Nee, auch nicht. Okay. Core auch nicht, oder was? Alter, Mann! Okay, Snap List. Darf ich jetzt den Rest löschen? Ja, okay. Ja, Snap wird auch gleich gelöscht. Ich weiß gar nicht, warum ich den Müll überhaupt installiert habe. Keine Ahnung. Aber dadurch wird ja nicht alles entfernt. So, und jetzt diesen ganzen anderen Mist. Okay, das geht nicht. Ah, jetzt kann ich die Bare löschen. Okay, das Chlor muss da bleiben, alles klar. Snap. Weg damit. Yep. Na, Gott sei Dank, ey. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz. Gut. Snap. Alles klar, gelöscht. So, und jetzt machen wir nochmal ganz kurz hier ein bisschen Platz. Max. Cache. Alter, was ist denn hier alles gecached, Mann? Share. JetBrains. Okay, ergibt Sinn. Okay, wie cleart man? Cache. Clearing Cache. Ja, wie geht das? Okay. Do you want to remove all other packages from cache? Yes. Yes? Do you want to remove all other... Yes? Yes? So, ich hoffe, ich habe mir jetzt nichts kaputt gemacht, aber schauen wir mal. Sehr gut. So, jetzt haben wir jetzt... Ah, 75. 45 G wieder frei. Exzellent. So muss das sein. Alles klar. Gut. Dann installiere ich mir mal irgendein JetBrains-Ding mit Rust-Plugin. Kengi, moin. Da ist er. Moment. Ich wollte nicht Rider. Ich wollte, die Toolbox öffnen. Max, was hältst du von Go? Soll wohl auch für Webanwendungen eine gute Alternative... Go ist jetzt... Ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass Go bei Webanwendungen wahnsinnig irgendwie jetzt den hohen Marktanteil hat. Ich meine, es gibt ein paar Webframeworks, es gibt Leute, die machen Go, größere Webanwendungen mit Go-Backend. Aber Go ist vor allem im Cloud-Umfeld ziemlich beliebt und für Kommandozeilentools und Static Binaries. Also Go ist eine wunderbare Geschichte. Ich habe so ein paar Kritikpunkte an der Syntax und ein paar Sachen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Auf der einen Seite hast du zum Beispiel drei verschiedene Sorten, wie du Variablen anlegen kannst, aber sie wollen immer noch, dass du drei Nested Loops machst, um ordentlich durch Arrays durchzufräsen und dort was rauszufiltern. Wie gesagt, halt auf der einen Seite irgendwie ein bisschen viel, auf der anderen Seite ein bisschen wenig, aber insgesamt ist Go immer noch ganz nice. Vor allem, wenn man das an C++-Standards misst, dann ist es hyper nice. Ja, und Go hat jetzt auch Generics, wobei die Syntax wohl auch nicht so geil sein soll. Ja, Switchboard ist preislich jetzt nicht so super attraktiv. Ich habe allerdings noch zwei Stück hier auf Lager, weil man braucht immer mal was. Ja, auch Sachen zu checken, ob irgendein Key in einem Dictionary drin ist, der Go-Way ist da auch jetzt nicht so geil. Das Coole ist an den Switchboards, dass du damit halt alles irgendwie smart machen kannst, was einen Button hat, wo du nicht dran rumbasteln willst. Dafür habe ich auch noch ein paar auf der hohen Halde, also zwei Stück. Aber ansonsten... So, Leute, also, macht's einen Unterschied, ob ich C-Lion installiert oder IntelliJ? Ich installiere wahrscheinlich C-Lion, weil vielleicht machen wir ja mal wieder ein bisschen Arduino-Zeug. Ich hab bei mir auf der normalen VM, die ich verwende, wenn wir nicht sind, habe ich im Prinzip auch Goland, Rider, Sea Lion drauf.
weil ich das teilweise netter finde als Plattform.io in Visual Studio Code. Dom PC, dankeschön für den Sub. So. C-Line, auf geht's. Ne, auf Vim habe ich jetzt keinen Bock. Wie gesagt, ich war früher der richtige, also Vim-Addict. Ich hab 800 Zeilen Vim-AC oder noch mehr gehabt, keine Ahnung, und irgendwie 40 Plugins und sonst was. Das kenne ich, das habe ich gesehen, aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Ich brauche ja kein Web-Framework. Ich brauche ein paar Funktionen, die ich aufrufen kann im Browser von JavaScript aus. So, ich habe ein Tutorial gefunden für diese ganze Geschichte. Und zwar Rust WebAssembly. Das sah eigentlich ganz gut aus. Das da. Das machen wir nicht durch. Wir machen bloß das Hallo Welt da draus. Okay, also. Opening. Dann open mal. Ich finde es immer geil, wenn Java ohne irgendwelche Settings geladen wird, wie schön das Front-Rendering ist. Sag doch mal, ist doch eine wahre Augenweide. Plugins. So, Rust, guck mal da. Ist ziemlich beliebt. Erstes Plugin, was empfohlen wird. Rust. Ach so, bevor ich Rust installiere, sollte ich vielleicht mal Rust installieren, oder? Habe ich Rust noch installiert? Ja, aber Rust alleine bringt mir nichts. Ich brauche Rust ab wahrscheinlich. Ich erinnere mich noch dunkel, dass man sowas... Oh. R in Conflict. Ich glaube, ich brauche Rust ab. Aber das werden wir gleich sehen. Weil wir brauchen ja zusätzliche Toolchains und Dinger. Vielleicht geht das auch mit Cargo, ich weiß es nicht. Nee, Konflikt sagt er jetzt bloß, weil beide das Rust-Kommando zur Verfügung stellen. Und Cargo habe ich bestimmt, ja. Und ich habe auch ein aktuelles Rust. Guck mal hier, Repos, MKD, wobei wir machen das irgendwie. Ja, mit Rust Up kannst du doch so... Also wenn ich mich doch richtig erinnere dran, mit Rust Up kannst du dann auch zusätzliche Toolchains installieren. Da kannst du sagen, ja, ich hätte gern den Rust-Compiler für WebAssembly, ich hätte gern den Rust-Compiler für ARM, ich hätte gern auf Musl-Basis. Ja, das gibt's wirklich. Das ist so eine minimale C-Library. So, und nu? Wie geht das jetzt weiter? Ich habe jetzt Rust-Plugin installiert. Gibt es ein Plugin für HolyC? Nee. Nicht TempleOS confirmed. Okay, neues Projekt. Rust. Okay. Language Standard C++ 14. Ist es broken? Leute, ist das Plugin broken? Wenn ich hier was anklicke, dann ändert sich was. Wenn ich Rust anklicke, passiert gar nichts. Restarten? Okay, wir restarten. Im Zweifelsfall, Reboot tut gut, ne? Hast du schon mal was mit dir im... Nee, aber ich weiß, was es ist. Das ist so ein State... Wie heißt das? So ein Stateless... Overlay-Mal-Ding. Für C und C++. So, und jetzt? Ah, tatsächlich. Okay, wir müssen mal kurz in das Tutorial reingucken, aber ganz wichtig. Ah, yes. Dark Reader an. Setup. Erstmal Setup angucken. Rust Toolchain. You will need Rust Toolchain include Rust Up, Rust C und Cargo. Okay, Leute, ich brauche Rust Up. Warum? NPM zum NPM installieren. MonkaS. Was ist der Unterschied von einer IDE und Vim zu Emacs?
Es ist standardmäßig einfach mehr dabei. Bei Vim und Emacs musst du dir sehr viel selbst bauen. Und viele Sachen gehen da auch jetzt nicht so schön, wobei vieles mit externen Tools gelöst wurde. Also, zum Beispiel eine Sache, die in Vim nie so schön ging, war beispielsweise Autocompletion Pop-Ups. Vim hat zwar eingebaute Autocompletion Pop-Ups, aber wenn du beispielsweise ein Pop-Up, ein ich zeig dir, was ich meine. So. Ja, in MineoVim funktioniert das gut. Vielleicht geht es mittlerweile auch, weil die ja vieles übernommen haben. So. Auf, starte mal. Das ist der Vorteil von Vim, das startet schneller. Ja, also wenn du sowas hier hast, zum Beispiel so ein Autocomplete-Pop-Up, was du machen kannst, das ist halt richtig Painstem gewesen, zum Beispiel Vim früher umzusetzen. Weil Vim hat halt keine Möglichkeiten gehabt, außer ein Pop-Up zu machen. Also wenn du sowas programmieren willst und du hast nur ein Pop-Up, wo du einfach nur Text reinschreiben kannst, ist halt ein bisschen eklig. Also brauchst du da Zusatzinformationen. In welchem Namespace ist das? Ist es eine Methode? Ist es ein sonst was anderes Icon? Ja. Mit so Sachen wie Language Server ist es ein bisschen besser geworden. Aber sowas ist halt wirklich eklig in Vim. Aber in der Regel kann man sagen, Vim ist halt standardmäßig aus out of the box ein Texteditor, der in irgendwie 5 Millisekunden gestartet ist. Wohingegen meine IDEs erstmal 30 Sekunden booten, bis sie richtig tun, dafür out of the box deutlich mehr Funktionalität haben. Wie ist der aktuelle Stand bei der China-chinesischen Wetterstation? Die funktioniert, die steht draußen und liefert Zeug. Okay. Hello World. Cargo Generate. Shit. Ich will kein Game of Life generaten, ich will Hello World generaten. Oui, Alok, was für ein Ding. Okay, ich weiß, Leute, ich weiß noch nicht mal, was ich alle überhaupt installieren muss. Wasm Pack. Get Wasm Pack hier. Ja, klar. Oh, wie ich das mag. Erstmal schön reinpasten. Call. Ja, ja, ganz bestimmt. Gibt's Wasenpack? Gibt's das hier? Wasenpack, da ist es doch. Sehr schön, dann brauchen wir Wasenpack. Machen wir so einen Package Manager. Cargo Generate. Cargo Install Cargo Generate. Okay, ich mach mal kurz neues Repo. Wobei, das installiert man wahrscheinlich einfach so, oder? Ach nee, jetzt mache ich es in meinem Heimatverzeichnis. Man hätte das, glaube ich, doch im Projekt machen sollen. Oder ist es jetzt global? Ich mache das einfach mal. NPM habe ich installiert. Okay, also, Hello World. Was lädt er da eigentlich? Das ist ja fast schon schlimmer als bei NPM. Auf Cargo. Steht vor Shanghai rum. Kommt nicht rein. Warum soll ich... Was ist das eigentlich für ein bescheuertes Tutorial? Ich glaube, das machen wir doch nicht. Ich will doch kein Git-Repo klonen von sonst wo. Ich will einfach mit einem simplen Hallo Welt anfangen. Okay. Rust, WebAssembly. Gibt es ein besseres Tutorial? Introduction. Ne, das ist das gleiche. Gibt's ein... Compiling from Rust. Okay, die Mozilla-Dinger sind teilweise gar nicht schlecht. Was um... Ach, das kann man auch über Cargo installieren. Warum schreiben die das nicht gleich? Oh, es kompiliert. Aho Korasik wird kompiliert. Alles klar. Ich weiß sogar noch ungefähr, was das ist. Das war irgendeine String Match Library. Die gab es damals auch schon, wo ich mir Rust angeguckt habe. Jetzt habe ich mir gemerkt, weil der Name so Weird Champ war.
Es wird gerade wirklich das halbe Internet runtergeladen, kann das sein? Ich weiß noch nicht, ob ich plötzlich Five-Head bin. Das muss ich mal sehen. So, und dann macht man neues Cargo-Projekt. Und dann macht man... It works. Ach du Scheiße, das ist ja richtiger Five-Head-Kram. Was für eine Leitung? 400 Mbit runter. Ich mach das einfach, wie Mozilla das sagt. Mozilla hat Ahnung. Auf. Gib ihm. Ich kompiliere, ja, aber da soll man gefälligst schneller kompilieren. Single-Threaded Compilation. Weird Champ. Okay, da brauchen wir anscheinend noch ein bisschen. Das ist 33 Minuten. Das ist Petalburg City aus Pokémon Omega Ruby und Alpha Saphir. Alles klar. Jetzt weißt du Bescheid. Wie ist dein Workflow mit VMware und der virtuellen Maschine, die läuft? Hast du einfach einen extra Bildschirm? Nö. Mehrere Desktops. Oh, er ist fertig. Be sure to add this cargo to your... Das hab ich wahrscheinlich. Cargo. Nee, hab ich nicht. Okay. Wo ist mein Path hier? Oh, Max Keck, www. Ich habe ja da schon ganz schön viel Müll drin. Okay, bin Cargo. Alles klar. Oh, Cargo. Generate. Alles klar, hat funktioniert. Sehr schön. Ups, jetzt habe ich meine Shell zugemacht. Also, auf geht's. CD, Repos. Macht er einen eigenen Ordner, wenn ich Cargo New mache? Macht er einen eigenen Ordner, der Hello Wasm heißt? Oder legt er das im aktuellen... Ach, in der Subdirectory. Ja, steht doch da. Hello Wasm. Hello Wasm. Alles klar. So, dann öffnen wir das mal. Gucken, ob das Ding was taugt. Was ist denn die... Ich habe keine Ahnung, das weiß ich auch jetzt nicht mehr. Ich habe wirklich keinen Schimmer mehr. Also, Repos, Hello, Wasm, nicht der Label Champ, Cargo Tommel, auf geht's. Open Project, Trust, wir trusten alles. Bei einem Hello Welt Project kann ich allzu viel falsch. Okay, was will der von mir jetzt genau? CMake? What the fuck? Und nun? Cargo fail. Warum? Warum? Cannot attach standard lib sources automatically without. Okay, also muss ich doch Rust Up installieren. Meine Güte, ey. Also, Rust Up. Rust Up. Machen wir. Haben eh gesagt, dass ich das brauche. Ja, ist in Konflikt. Alles gut. Yes. Und wie stand das jetzt in der Anleitung? Setup Instruction. Okay. Ja, Rust Up. Und nu? Rust is managed by Rust Up to Rust has 6 wie bla bla bla. Rust Up. Und nu, wie verwendet man das jetzt?
Rust, Moment, Rust Upself Uninstall? Das Ding kann sich selbst... Nee, Update lädt ja nichts Neues runter. Ich muss ihm wahrscheinlich sagen Install oder sowas. Rust Up Tool Chain Install Stable. Wahrscheinlich wollen wir auch Stable haben. Ja? Vom 18.05. Ja, das ist ja noch nicht so lange her. Okay. Wunderbar. Stable x86-64 Unknown Linux GNU. Oh, allow me to interject for a moment. Es ist nicht Linux, es ist GNU Linux. Da ist es doch, Rust. Wunderbar. Auf geht's. Vielleicht geht's ja jetzt. Kakao installieren wir einfach. Das ist tatsächlich, ja. Das ist tatsächlich so. Go installieren ist easy. Wobei, ganz ehrlich, das Rumgefuddelte früher mit Go Pass war auch nicht schön. So, er hat's gecheckt. Code with me. Jetzt nicht. So, wie wär's mit Schrift ein bisschen größer machen? Font? Hack. Size 16. Immer noch zu klein. Hallo? Yes, excellent. So, it works. Sehr schön. Da bin ich ja froh, dass es worked. Leute, was ist Standard? Was machen die ganzen Rust oder die ganzen Rust wie Rust Crust Tashians? Alter, warum müssen sich die Leute bei jeder Programmiersprache irgendwie komische Namen geben? Vier Spaces, 8 Spaces, 2 Spaces, Tabs, Backspace Only, Reverse Indentation, was machen die? 4 Spaces, ist das Standard? Einrückung? So. Ja, was macht denn Cargo FMT standardmäßig? Format. Anscheinend so. So, okay, also, auf geht's. It works. Wunderbarer Test. Bester. We won't use this test code at all, so go ahead and delete it. Geil. Gut, dass wir das überhaupt haben, ja. Let's write some Rust. Wasm Bindgen. Was für ein Ding? Okay, das wird jetzt einfach, das wird knallhart copy-pasted. Wasm Bindgen. Wasm das? Das bedeutet wahrscheinlich, was er... da kann man bestimmt auch Parameter übergeben oder so. Nee, kann man nicht. Das bedeutet wahrscheinlich, für was er JavaScript-Bindings generieren soll. Sag mal, okay, ich rate jetzt mal was. Das hier ist sowas wie ein Import von JavaScript. Und das hier ist ein Export zu JavaScript. Vermute ich jetzt einfach mal. Oh, muss ich irgendwelche Dependencies eintragen? Das steht hier aber gar nicht. PyFed. Using Wasm Bindgen to communicate. Okay. Calling external functions in JavaScript from Rust. Okay. Steht unten. Werden wir gleich sehen. Ich will jetzt wirklich mal ein minimales Hallo Welt. Hallo Welt produzieren. Ja, das hatten wir doch hier gerade schon. Warum macht er da eigentlich überhaupt eine Zeile draus und nicht zwei? Nee, interessiert ihn auch nicht. Compiling our code to WebAssembly. Okay. Cargo Tommel. Ja, Ini war gestern. Jason und YAML ist auch out.
Rust setzte von Anfang an auf Tommel. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das ist quasi so Inni plus in etwas besser. So, bla 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 bla. Das brauchen wir alles nicht. Cray-Type CD-Lip. Alles klar. Jetzt weiß ich sofort Bescheid. Wasm-Bind-Gen Version 2. Muss es wirklich Version 2 sein? Oder kann es nicht einfach auch was Neueres sein? Von wann ist denn das Tutorial? Wasm-Bind-Gen GitHub. Was ist die neueste Version davon? Okay. Installiert der, wenn ich 2.0... Ja, der war so schlau. Cargo war nämlich ziemlich nice. Da kann ich mich noch dunkel dran erinnern. Der installiert jetzt die letzte 2er-Version, ne? Also er installiert jetzt 0.2.80 wahrscheinlich. Fill in your own repository, git, bla 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 bla. Okay, Wasm Pack Build Target Web. Okay. Wenn das jetzt funktioniert, dann kack ich aber eine Runde. Wie das funktioniert? Smiley Face. Yo, was im Package ist... Ja, Package ausschreiben war selbstverständlich kein Platz mehr, das verstehe ich. Is ready to publish. PKG. Hello Wasm BG. Hello Wasm BG. Oh, guck mal, sogar TypeScript. TypeScript Support haben wir sogar. Okay. Was? Im Browser will ich das ausführen. Ja, also im Endeffekt brauche ich wahrscheinlich jetzt irgendeine. Genau, Index.html. Und dann muss man den Krempel hier machen. Alles klar. Dann machen wir das doch mal. Root Project. Okay. Ich glaube, so ein bisschen HTML kannst du hier da drin auch machen. So. Und das geht jetzt, oder was? Das muss ich jetzt surfen. Gehe ich mal von aus. Ich brauche... Okay. Genau das, ohne Scheiß, genau das hätte ich auch gemacht. Genau das hätte ich auch gemacht. Make sure to use an up-to-date web server that supports application Wasm. Alles klar, application Wasm. So, und jetzt einfach starten da drin. Port 8000. Na dann. Schauen wir mal, was da jetzt rauskommt bei. Localhost Port 8000. Hello WebAssembly. Das war einfach. Das war wirklich easy. So, also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, passiert jetzt Folgendes. JavaScript, also, okay. Hier, wir importieren unser WebAssembly-Modul und rufen... Nachdem es geladen wurde, mit abartigster Callback-Syntax, rufen wir jetzt hier unsere Function auf in WebAssembly, die dann wiederum eine JavaScript-Function aufruft. Okay, das ist ziemlich sinnloser durch die Brust ins Auge, aber why not, ja? Was ist der Vorteil davon? Dass du zum Beispiel C-Libraries verwenden kannst und sowas. Im Browser. Das ist halt schon recht nice. Oder Rust-Libraries. Hello, Wasm. Muss man? Nö. Da muss das nicht. Du kannst mit JavaScript mehr oder weniger alles machen, was du was brauchst. Aber zum Beispiel, wenn du sowas wie FFmpeg im Browser haben willst, dann kommst du daran nicht vorbei. Was es in Rust gibt, was es in JavaScript nicht gibt, zum Beispiel FFmpeg-Bindings, die im Browser funktionieren. Wenn du FFmpeg im Browser verwenden willst, kannst du das mit JavaScript alleine ziemlich knicken. So, jetzt versuchen wir mal was halbwegs Sinnvolles zu machen.
schieben wir mal den Browser dahin. Ich meine, das liefert immer das Gleiche aus. Dann machen wir mal hier unten ein Terminal auf. Und was musste man nochmal machen? Wasm Build Target Web musste man machen. Okay, also damit kompiliere ich den Krempel. Alles klar. So, das heißt im Endeffekt, ich mache jetzt mal dieses Alert da raus. Das braucht ja keiner. Print. Kann das auf die Konsole printen? Wahrscheinlich nicht, oder? Kekwe. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Moment. Leute. Rust Semikolon oder kein Semikolon? Darf ich fragen, was FFmpeg ist? FFmpeg, wobei ich weiß gar nicht, ob du das gefragt hast. Ja, FFmpeg, das hat nichts mit Frankfurt am Main zu tun. Was ich meine ist FFmpeg, das ist eine Multimedia-Library, die dir unter anderem erlaubt, Streams zu empfangen, anders zu encoden, Bilder zu extrahieren. Und nachdem das alles relativ low-level ist, kannst du da ganz abgedrehte Sachen machen. Du kannst zum Beispiel sagen, ich empfange einen RTSP-Stream von der Webcam und extrahiere mir jedes Bild, also decode jedes Bild und dann mache ich alle 5 Sekunden ein Bild, was ich beispielsweise als JPEG rendere und dann auch eine Webseite anzeige. Irgendwie sowas. Du kannst ganz, ganz wildes Zeug machen mit FFmpeg. Ja, vor allem als Decoder ist FFmpeg gut. Ich encode meine Videos übrigens auch mit FFmpeg. Aber gerade, also was ich eigentlich hauptsächlich bisher verwendet habe immer und wo FFmpeg einfach best ever ist, wenn du Videos decoden musst. Wir haben schon öfters in Streams mal H264 Streams decoded und da kannst du halt FFmpeg verwenden, komplett vom Empfangen über RTSP, über das Extrahieren von einzelnen Bildern und decoden in normales, nicht wirklich RGB, aber ich sag jetzt mal RGB. Also FFmpeg ist extrem POG. Scheiße. Extrem POG. Macht FFmpeg auch Audio? Macht auch Audio, ja. Du kannst beispielsweise mit FFmpeg, wenn du jetzt das nicht als Library verwenden willst, FFmpeg besteht ja auch aus einem ziemlich umfangreichen Command-Line-Tool, kannst mit FFmpeg zum Beispiel sowas machen wie Videos kürzen, ohne neu zu encoden oder Videos von TS in MP4-Container packen, ohne neu zu encoden und sowas. Also FFmpeg ist wirklich nice. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob Print geht, ob es auf der Konsole dann rauskommt. File not found, nee. Okay, also auf Konsole kann man nicht. Wie würde ich jetzt Okay, Moment. Wenn ich den Kram doch importiere. Das wird nicht funktionieren, oder? Rust import console log wasm. Ah, Beispiele. Console log, POG. Der Chat weiß schon wieder Bescheid. Okay. Console log. FN log. Ach so. Ah. Okay, verstehe. Der Namespace. Wo ist das Problem jetzt? Ach, extern. Extern muss ich machen. Ach, hier haben sie es schon extern. Ah, okay, da kannst du dann so einen größeren Block dran machen. Aha. Okay, verstehe. So, das heißt, ich kann jetzt von Representative Assembly auch was auf die Konsole loggen. Also log. Kekw. Bild. Und Kekw kommt auf der Konsole raus. Okay, das ist schon mal nice. Cute Chat. Ah, ja. Funktioniert. Sehr schön. POG. Nein. Das ist gut. Bis jetzt habe ich alles verstanden. Das war zwar noch nicht viel, was wir gemacht haben, aber immerhin. Das spricht nicht für das. Kommentare sind eh overrated. Sage ich ja auch immer. Guter Code dokumentiert sich selbst. Und wenn man dann auch fehlerfrei programmiert, braucht man auch keine Tests.
und spart sich Zeit und ist schneller fertig. Easy. Easy as a fuck. Easy as a fuck. Alles overrated, outdated, debated. Debugger und Breakpoints braucht auch keiner. Command Line CLI Console Log Debugging beste. So, gut. So, was können wir jetzt, was könnten wir denn jetzt mal wirklich Sinnvolles machen? Wir gucken mal, muss man diesen Krempel so painstampig aufrufen wie da? Ich möchte meinen, eigentlich möchte ich das mit zwei Tabs Einrückung haben. Haltet ihr mich für sehr cringe, wenn ich mein HTML mit zwei Spaces Einrückung mag? Weird Champ, oder? Tab Size 2? 2. Hier? Da bin ich mir jetzt nicht sicher, warum nicht auch 2? Next. Format. Wie? Mich veräppeln? Alter, lüg halt nicht! Jetzt, was ist das denn? Das scheint nicht zu funktionieren. Ach, das ist wahrscheinlich für JavaScript. Für JavaScript ist nochmal extra, oder wie? Wahrscheinlich ist für JavaScript nochmal extra. So. Ja, genau. Wir wollen auf jeden Fall das awaiten, irgendwie. Wie auch immer genau. Also sprich, gibt es eigentlich Top-Level-Await mittlerweile in JavaScript? Also, sowas da? Wow, wow, wow! Ich will nichts committen. Ich will kommentieren. Geht Top-Level-Await wahrscheinlich nicht, oder? Quatsch, das ist ja hier. Oder doch? Oder doch? Wie ist denn standardmäßig in C-Line Shortcuts. Nee, wo geht das? Alter, warum ist das immer so versteckt? Short. Nach was muss ich nochmal gucken? Comment? Ich meine, ich kann auch sagen Comment. So. Aber schön ist es nicht. So, jetzt muss ich mal im Kopf überlegen. JavaScript, also das wäre dann quasi Warte mal, nee. Ich würde einfach sagen await init und dann sage ich create. Das müsste doch funktionieren dann, wenn er ordentlich awaited hat. Funktioniert auch. Ja, dann können wir uns dieses eklige Callback-Zeug sparen. Okay, nice. Also, so, jetzt lass mal in mich gehen. Was könnte man dann irgendwie Sinnvolles machen da jetzt? Was sagt denn das Mozilla-Tutorial weiter? Zum bisschen üben. Ja, also Console-Log funktioniert. Makro-Rules-Console... Alter, das nimmt ja fast C++-Ausmaße an mittlerweile. Was ist denn das? Was bin ich sehend? Das erinnert mich ja wirklich fast schon ein bisschen an C++-Template, wenn ich sowas hier sehe. Was ist das? Was macht es? Was tut es? Es ist ein Template-Argument, Funktion und Log. Ist das, dass man beliebig viele Argumente loggen kann? Ist das, dass man möglichst viele... Next, let's define a macro like this. Only it works for console log. Note, that print does
Okay, das brauche ich nicht. Das tut auch so. Using let js js value 4 into. Alter, jetzt wird's aber. JS value, wo kommt denn das her? Ist das standardmäßig hier einfach verfügbar? Let JS value. Okay, da kann ich quasi direkt JavaScript-Variablen anlegen oder sowas. Okay, dann müssen wir mal probieren, wie man Return-Werte von Konsolen macht. Also sprich, wie kriege ich einen Return-Wert hiervon zurück nach JavaScript? Das brauchen wir nämlich, wenn ich später mal tatsächlich es hinbekomme, FFmpeg zu verwenden und Build decoded habe. So, und da kann man jetzt sagen, log. Wobei, das geht jetzt ja nicht, oder? Wenn ich sage JS. Das ist ja kein String, das mag er ja nicht. Dann brauche ich doch die. Nee, Moment, was macht er hier? Into? Into was? Boah, Alter, die Rust-Syntax ist schon krasser Shit. Log 2. Ach nee, using websys. Ach so. Wait a minute, das gibt's schon. Ja, warum habe ich das denn dann überhaupt selbst gemacht? Ups. Muss ich das Crate noch installieren? Use of undeclared crate. Aha. Das heißt, das muss ich erst in meine Toml-File schreiben? Benutzt einfach wasm logger zum Loggen. Okay, wasm logger. Zeig her. Wasm logger crates. GitHub. Mach ich. Welches davon ist es denn? GitLab, Monka S. Leute hosten wirklich ihr Zeug auf GitLab. 2 Jahre ago. Nee. Das will man wahrscheinlich nicht, oder? Zwei Jahre. Und das ist noch älter. Will man das? Und was war das andere, was die hier hatten? Websys Console. Websys Console. Was ich noch nicht ganz gecheckt habe, ist, Leute, wie installiere ich was? Also, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja, man kann das hier in seine Cargo-Datei schreiben, aber woher weiß ich denn, welche Version und so? Kann ich nicht einfach immer sagen, gibt es nicht, wie bei NPM beispielsweise, ein Cargo-Install für die letzte Version? Crates.io, okay. Gratis. Da kann ich mich noch dran erinnern. So, Websys Console. Das heißt aber ganz anders. Woher weiß ich denn jetzt, dass es das ist? Websys? Ach nee, das brauche ich wahrscheinlich, ne? Das brauche ich wahrscheinlich. Websys brauche ich wohl. Okay, also sprich, das muss ich in mein Cargo schreiben. Am besten schreibe ich doch so, oder? Da mache ich immer die neueste 3er-Version rein. Ah. Jetzt ergibt es schon. No console. Okay. Klicke auf die Kiste daneben. Welche Kiste? In C-Line? Ach, hier. Ah, das ist ja cool. Okay, nice. Console.
Warum gibt es das jetzt angeblich nicht? Und warum kriege ich kein Autocomplete davon? Tja, so einfach ist das nicht. Ja, und nu? No console in root. Was soll mir das jetzt sagen? Da steht's doch, dass das gibt. Und vor allem, warum gibt es kein Auto? Muss man das oben importieren vielleicht? Irgendwie da? Okay, das triggert mich schon wieder. Warum funktioniert das nicht, obwohl das eindeutig so dasteht? Und warum kriege ich kein Autocomplete dafür? Ich habe das bei mir drin stehen. Features gleich Console, wo steht das denn? Aha. Und woher weiß man das jetzt? Console. Ich meine, woher soll man das wissen? Also. Features. Console. Okay. What? Alter, was will das von mir? Das muss in eine eigene Dependency. Okay, ich copy-paste das jetzt einfach aus dem Chat. Das ist sowas. Okay, da wäre ich ohne euch nicht drauf gekommen. Keine Ahnung. Alter, wo ist denn das Problem? Was will das von mir? Warum ist das angeklärt? Ach so, weil ich rausgeschmissen habe. Okay, wait. Ich habe nichts gesagt. Kriege ich denn jetzt Autocomplete? Ach, jetzt kriege ich Console. Okay. Ah, das ist doch schon besser. Jetzt funktioniert's. Okay, jetzt können wir wenigstens auch Zeug loggen. Das ist schon mal nicht verkehrt. Okay, also. Wie macht man Return-Werte? Da muss ich jetzt mal schauen. Also. Haben die das hier drinne stehen? Nee. Aber wie macht man Return-Werte? Also quasi, das nennen wir jetzt nicht Creed, das nennen wir jetzt irgendwie Pog. Return Pog. Heißt das? So, und wir returnen jetzt, wir machen mal was Einfaches. Wir returnen eine 1. So, und wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, musste man doch Return-Code in Rust irgendwie so machen. Irgendwie I32 oder so. Ja, so ging das. Sisse, habe ich noch im Hinterkopf, dass das irgendwie so funktioniert hat. Okay, so, jetzt wird das hier abkacken, weil es gibt es nicht. Und wir rufen jetzt nicht Creed auf, sondern Return. Oh, guck mal, sogar Autocomplete im HTML, das ist cool. Return Pog. So, Return Pog brauchen wir eigentlich gar keinen String übergeben. Return Pog hat einfach nur Return-Wert von 1. Okay, und jetzt let i gleich, nee, so einfach wird das nicht sein, oder? So einfach wird das doch nicht sein. Doch. Tatsächlich. Chat bisschen höher. Ja, hast recht. Ich mach den Chat oben rechts hin. Oben rechts ist ja sonst nichts Wichtiges. Na, ich meine, hier oben, das muss man, glaube ich, nicht sehen. Wobei, doch, da ist es über dem Browser.
Oben links? Wo braucht man? Chat, wo braucht man den Chat gerade am wenigsten? Gar kein Chat, nee, gar Chat, nein, wir blenden den Chat nicht aus. Der Chat ist Pog. Direkt über die Katze? Ich weiß, was ich mache. Der Chat bleibt hier unter Chico. Wie habe ich den Chat sonst immer so hier, glaubt, ne? Und wir machen was anderes. Ach Quatsch. Ha! Moment, wie? Das muss ich so machen. So. Mach einfach so, guck mal. Mal kurz schauen, ob das jetzt hinhaut. So. Und da unten, zur Entspannung, kann Chico Fische fangen. Ach nee, reicht von der Kurve. Kann Chico Fische fangen. Sehr gut. Alles klar. So, weiter im Text. Okay, Ins sind tatsächlich relativ einfach. Wie returnt man einen String? Ich erinnere mich, das war in Rust generell ein bisschen Painstem mit Return-Werten, weil du musstest immer sagen, returnst du eine Reference, returnst du quasi das Ownership oder nur wird das nur ausgeborgt oder sonst was. Das ist ganz kompliziert gewesen. Also einfach nur str geht wahrscheinlich nicht, weil str immer eine Referenz ist, oder warum ist das so? Ich kann mich noch dran erinnern, in Rust gab es auch sowas. Da bin ich damals ausgestiegen. Habe keine Ahnung, was das macht. Das ist irgendwas für Lifetime. Fail to execute. Jetzt geht schon los. Und warum? Error. Ach, weil da ein Warning an ist, oder was? Das nimmt ja schon fast Go-Ausmaße an. Nee, das will ich ausschalten. Wie macht man solche Flags aus? Warn unused defaults. Bloß nicht. Das erinnert mich fast an Go-Generve. Ja, wie macht man das? Okay, Anius, disable Rust. How to allow dead code, klingt gut. Das ist schön, das finde ich. Okay, das geht schon mal nicht. Compiling your crate to WebAssembly failed. Weil? Cannot return borrowed ref. Okay, das ist jetzt diese typische Rust-Geschichte. Rust ist äußerst korrekt darin, wenn du Sachen machst, die out of scope gehen können. Weil es ist jetzt ja so, ich returne hier eine Referenz zu einem String. Aber sobald ich hier rausgehe, ist der String ja eigentlich schon wieder gelöscht. Das heißt, ich returne eigentlich was es gar nicht geben sollte. Kann man einfach String machen? Geht sowas? Nee, oder? Okay. Jetzt, ich habe keine Ahnung, wie ich einen String returne, ehrlich gesagt, sodass es funktioniert. Rust String. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich erinnere mich dran, man musste, glaube ich, String New oder sowas machen, oder? String From? Sowas musste man, glaube ich, machen. Oder New? Irgendwie sowas war das doch, oder? Wie gesagt, ich habe Rust vor Jahren mal gemacht. From. Oder into String. Nee. Und jetzt keine Referenz, sondern direkt in String. Oder wie? Oder was? Oder wo? Aha. Nein. Das geht auch nicht. Method not found in static string.
Das stimmt, Patrick, das ist wirklich so. Two-String. Okay, das hat jetzt funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist zwischen... Ah, das eine ist bloß eine Referenz oder so? Nee. Hä? Okay, das eine gibt ein Box-String und das andere gibt ein... ein String. Alles klar. Okay, also Strings hin und her geht auch relativ einfach. So, jetzt. Also, die Sache ist die, wenn wir irgendwie mal raw Daten returnen wollen, brauchen wir einen Byte Array. Wann war das? Let? Es war auch let. Let mut? Boah, mein Rust ist lange her. Und jetzt U8? Nee. U8? Ach du große Güte, was ist denn das? Hardware Instructions? Nee. Also. Byte Array Rust. Ich muss googeln, ich habe keine Ahnung. Ich meine, das heißt einfach Byte Array? Wirklich? Nee, das ist irgendein Crate. How do I create an empty Byte Array? Genau das will ich wissen. Weg war's. Ich erinnere mich wieder. Wobei, nee, hier, Array. Ach so, war die Array-Syntax. Rename to underscore result, ne. Okay, also das ist ein I32 und konnte man das an U8 oder so hinten dran machen? Ja, genau. So, das ist jetzt ein Byte Array mit 24 Stellen. Das sehe ich doch richtig so, ne? So, okay. Mutable muss es nicht sein. Und das kann ich jetzt aber höchstwahrscheinlich nicht einfach so returnen. Ist das hier der Return-Wert? Nee. Okay. How to return a byte array. Jetzt wird's advanced. Rust. How return byte array. Ach, muss man... Und U8 ist es. Ah. Aber und U8 kann doch nicht funktionieren, weil sobald das hier aus dem Scope geht, und das geht hier aus dem Scope beim Return, ist es doch undefined. Das erlauben die mir doch garantiert nicht. Das geht mit Vectors geht das wahrscheinlich, ja? Okay, das funktioniert. Okay, und die Rust-Logik ist jetzt folgendes. Solange ich keine Referenz returne, ist das okay, weil dann returne ich ja Ownership zum Aufrufer von diesem Ding. Also quasi das, der Aufrufer übernimmt das dann quasi. Wie gesagt, ich habe vor Urzeit... Ach, fick dich, Alter, was willst du denn? Oh. Das funktioniert nicht. Okay. Das kann man nicht returnen. Das muss man irgendwie anders machen. Kann man einen Vektor returnen? Wahrscheinlich auch nicht. Moment, wie ging das nochmal? Weg. Einfach weg, Ausrufezeichen. Und jetzt ist er leer, oder? Leerer Vektor? Nee. Eins? Konnte man sowas machen? Ja. 1U8. So, und jetzt muss ich was return? Into? Box Slice. Alter, das ist so ein Five-Header-Kram, diese Sprache. Ist der Wahnsinn.
Und jetzt müssen wir wahrscheinlich einen Vektor returnen. Wobei, mit einem Vektor kann ja JavaScript nichts anfangen. Das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren. Doch, das geht. Ah, der macht da gleich einen kompatiblen JavaScript-Typ draus. Der macht ein UInt8-Array draus. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut, dass der das macht. Weil so kriege ich mein Zeug von FFmpeg decoded in Frames auch zurück nach JavaScript. Okay, das ist Five-Header-Time. Das ist cool, dass sie das unter der Haube machen. Ich stelle mir vor, wenn man das von Hand machen muss, ist eklig. Das können wir theoretisch das sogar auslesen, kann man sagen, keine Ahnung. I, 0, und das sollte 1 sein. Ja, ist 1, passt. Sehr cool, das ist nice. Dein Return-Wert muss den Into-Wasm-Abi-Trade implementieren. Ich hoffe, dass alles das schon standardmäßig, was ich brauche, drin ist. Okay, das ist tatsächlich äußerst spannend. Das finde ich cool. Ich will jetzt nicht gleich mit FFmpeg hier draufhauen, weil FFmpeg ist eigentlich das, was ich ausprobieren will. Weil ich gehe davon aus, wir werden noch ganz viele Probleme rennen, um überhaupt FFmpeg zum Laufen zu bekommen. Aber wir können es ja mal probieren. Direkt nach dem Hallo Welt und Print 1 gleich mal FFmpeg included und auf geht's. Ich meine, warum nicht? Scheiß drauf. Was soll FFmpeg überhaupt machen? Also... Wartet mal. Also ich habe mir Folgendes überlegt. Rein, um sich mal ein bisschen mit Rust und WebAssembly zu beschäftigen. Wir haben noch den EPG-Champ programmiert. Allerdings, also ich will das nicht release-mäßig in den EPG-Champ einbauen. Also wer den EPG-Champ nicht kann, ich zeige den EPG-Champ nochmal. Das ist ein Web-Frontend für TV-Headend, dass man auch ordentlich auf dem Tablet und überall sein EPG angucken kann. So, und... Ich habe mir jetzt gedacht, und ich, wie gesagt, nicht release-fertig einbauen, man könnte doch beispielsweise einbauen, dass man sich ein Video streamen kann von FFmpeg, von TV-Headend. Das geht standardmäßig schon, FFmpeg kann das auf TV-Headend-Server-Seite transcoden für ein, weil der Browser kann ja kein MPEG 2H262 ist das, glaube ich, dann, oder H263, der Vorgänger von H264, also das, was man heute so zum größten Teil als Videos hat, das können Browser nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, warum serverseitig machen, wenn ich mir das Video schicken lassen kann und on the fly mit FFmpeg im Browser transcoden kann. Nicht, dass das irgendwie produktionsreif mal werden würde, aber mich interessiert einfach, ob das performance-technisch möglich wäre. Also kann man mit FFmpeg im Browser ein SD-Video, also PAL hat ja nur 720x580 oder sowas. Ich brauch was im FFmpeg, richtig. Und also von der Idee her würde ich es dann so machen. Du lässt dir von einem Endpunkt, von einem Web-Server-Endpunkt, streame ich mir das Videofile runter. Übergebe das häppchenweise an FFmpeg in WASM und krieg einen decodeden Frame zurück. Soweit die Idee. Das hört sich jetzt abstrakt gesehen relativ easy an, aber ich glaube, praktisch ist das durchaus ziemlicher Abfuck und gar nicht so easy, wie man sich das vorstellt. Das heißt, mein Ziel wäre jetzt erstmal zwischenzeitlich, ob ich überhaupt FFmpeg eingebunden kriege und ob ich vielleicht ein Testbild aus FFmpeg rausbekomme. FFmpeg kann ja Testbilder generieren, da brauche ich keinen Input. Ja, RGB-Testbilder. Also guckt, FFmpeg kann FFmpeg generate Test Pattern. Ja, nee, das ist besser. Oh fuck, das musst du mit Filter machen. Mit Filter ist schon mal eklig. Filter will man eigentlich nicht. Ja, dann kommt so ein Testbild raus. Oder wir nehmen einfach
Wir nehmen einfach ein PNG oder irgendwas. Irgendwie Abyss. Aber wie kriegen wir denn jetzt überhaupt FFmpeg Rust da rein? Save FFmpeg Wrapper, das brauchen wir nicht. Simple and Safe Rust Interface, das brauchen wir schon eher. Rust AC FFmpeg. Also ich brauche was, wo ich wirklich raw Zugriff auf FFmpeg habe. Und zwar Wasm. Nicht einfach nur Rust FFmpeg. Rust Wasm FFmpeg. Rust FFmpeg Wasi. Das klingt doch schon mal gut. Letztes Jahr reicht mir immer noch. FFmpeg Libraries pre-compiled for WebAssembly Wasi als. Ach du Scheiße. Ich habe keine Ahnung. Null? Ey, das klappt doch im Leben nicht. Das klappt doch im Leben nicht. Monka S. Ist das. Source. AV Codec RS. Geh auf. Okay, das sieht nach FFmpeg aus. Das sieht nach FFmpeg aus, ja. Alter, da hat sich aber einer Mühe gegeben. Okay, ich mach das jetzt einfach rein. Ich habe keine Ahnung, was ich da treibe. Weil mein Ziel ist es eigentlich wirklich, ich will FFmpeg reinkriegen. So. Version 0, alles klar. Bild. Das kackt wahrscheinlich schon beim Bildabgleich. Nee. Help. Convert Identifier to Snake Case. Aha, okay. Also, Rust Style ist nicht Return Pog, sondern Return Pog. So macht man das. So machen das also die coolen Rust-Leute. Snake Case. Nicht Pascal, nicht Kebab Case. Snake Case. Return Pog. Noch funktioniert's. Noch geht's. Alles gut. Okay, und wie würde ich jetzt. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich FFmpeg verwenden würde. So. Immer inkluden und gucken, ob es immer noch kompiliert. Nein. Unknown Instruction Block. Na geil. Ich glaube, das kann ich vergessen. Ich meine, ist ja auch geil. Die Fehlermeldung ist jetzt nicht so das Geilste, oder? Rust Backtrace 1. What the fuck? Rust begin unwind. Okay, also das funktioniert nicht. AV Codec brauche ich, wenn überhaupt. Nee, Leute, also FFmpeg kriege ich da nicht so einfach rein, wie ich mir das gedacht habe. Hat irgendjemand einen Plan, was ich jetzt überhaupt gucken könnte, wo der Fehler ist? Ich glaube, man hat einfach gelitten, hä? Exited Status Code 101. Super, da weiß man Bescheid. X-Autist Prime, Dankeschön für den Sub. Nee, das kannst du vergessen. Sobald ich diesen Krempel hier einbinde, dann kackt er ab. Ohne geht's. Issues closed. Document Build Process. Ich hab legit keine Ahnung, was ich machen soll.
gibt auch FFmpeg was im Jahr, das bringt mir aber nichts. Das ist quasi der Kommandozeilen-Rapper. Ich brauche Low-Level-Access. Oder hat FFmpeg Wasm wirklich Low-Level-Access, dass ich sagen kann, ich will AV-Packages haben und sowas? Ich glaube nicht, das ist das Kommandozeilentool gerappt. Also das habe ich mir nämlich letztens mal auf dem Handy angeguckt. Es gibt zwei Sachen. Es gibt FFmpeg Wasm und es gibt noch ein anderes Projekt. Und die machen dann bloß so Sachen... Wie zum Beispiel sowas hier, die quasi aufrufen von der FFmpeg-Kommandozeilen-Dings und das will ich nicht. Okay, also dieser Krempel funktioniert, also schau mal nicht. Rust, FFmpeg, Wasm. Da finde ich bloß das. Ja, das sagt. Ja, okay, dann weiß ich nicht, was ich jetzt machen soll. Ich meine, das ist ja nichts, komplett nichts sagen. Vor 15 Monaten irgendwann mal aktualisiert. Das geht wahrscheinlich einfach in der aktuellen Rust-Version schon gar nicht mehr. Ja, sobald ich das einbinde, ist F angesagt. Kann er nicht binden. Und ich meine, ich habe das gemacht, was der Typ geschrieben hat. Exakt das eingetragen. Geht nicht. Tja. Dann wird das mit irgendwelchen FFmpeg-Sachen heute schon einmal erst nix. Unknown Instruction Block. Wirklich, keine Ahnung. Das wäre aber auch zu schön gewesen, wenn das einfach funktioniert hätte. Schau mal die Fehlermeldung näher, es gibt keine wirkliche Fehlermeldung zu googeln. Das ist alles so generic Zeugs, wo du nichts mit wirklich anfangen kannst. Ja. Ja gut, ich hab's halt rausgeschmissen. Naja. Aber ich meine, von der Idee her wäre ja jeder Krempel drinne gewesen, den ich haben will, ne? AV Packet? Genau, diesen Krempel will ich haben. AV Packet zum Beispiel. AV Packet und dann will ich einen Stream lesen und sonst was. Ja, keine Ahnung, wie das funktioniert. Es gibt ja anscheinend auch keine ordentlichen Anleitungen dafür. Wir können mal suchen, ob wir dazu was finden. Docs.rs Usage. Tja. Normalerweise muss man auch sowas wie FFmpeg Load. Gibt's aber nicht. FFmpeg? Load? New AV Package. Ne, das geht ja nicht. Normalerweise machst du AV Packet Alloc und so Dinger. Wobei das Rust-Bindings sind. Wer weiß, wie das funktioniert. Call unsafe function requires unsafe function. Alles klar, unsafe. Ne. Unsafe? Unsafe? Aha. Einfach mal geraten, wo das Unsafe hin muss. Nee. Ah, das geht nicht. Aha. Das müsste ich dann rappen in irgendeine Rust-Function oder so. Aber ganz einfach, es kompiliert ja eh nicht. Also, könnte ich jetzt sagen, quasi FM... Hat das kein Makro oder so für die IDE? FN? CACW? Eigentlich egal, weil es funktioniert nicht. Unsafe. Unsafe? Okay, wie gesagt, es funktioniert nicht. Wo ist das Problem? Warum könnte er das nicht mal aufrufen? Ah, Call to Unsafe braucht. Okay, das ist nicht wie in C#, dass einmal Unsafe reicht und das zieht quasi Unsafe mit. Okay, das würde funktionieren. Nee, also, das funktioniert nicht. Funktioniert anscheinend, ja.
Ja, aber du musst Unsafe verwenden, wenn du Raw Alpha Vampack verwenden willst. Mal ganz einfach abgesehen, es funktioniert ja eh nicht. Er ist der Meinung, tja, panicked. Block. Und man findet dazu auch nichts. Wasm. Und ansonsten, es gibt da keine Readme dazu. Das ist halt sehr... Okay, Rust, FFmpeg, GitHub. Ich will kein Safe Wrapper haben. Wasm. Es wird nichts großartig gebastelt. Ich versuche mir gerade Rust mit WebAssembly anzugucken. Also irgendwann mal will ich... Kann man Features hinzufügen vielleicht? Irgendwann mal will ich FFmpeg ausprobieren im Browser damit. Aber das ist nicht wirklich Ziel. Ich habe bloß gedacht, es ist einfach. Package einbinden und es geht. Aber so einfach ist es nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie man das bildet. Kann man jetzt aber... Raids? Was ist, wenn man da jetzt mal nach FFmpeg sucht? FFmpeg. FFmpeg. Ja, die bräuchte ich, aber ich brauche das für die WebAssembly-Version. Du hast deinen Browser zugemacht. Nee, du hast irgendeine Electron-Anwendung zugemacht. Was? Zum... Wasi. Wasi? Da gibt's nur eins. Tja, das sagt. Okay, das funktioniert nicht. Es war Java, war es. Okay. Ja, also wie der Shit funktioniert, weiß man nicht. Document Build Process closed. Okay. Was zum... Es ist einfach ein Link, random auf irgendwas. Was ist Zick? Will der Typ uns irgendeinen Kryptominer jetzt dingsen oder was? Geile Build Documentation. Ganz, ganz grandios, ja. Da weiß man Bescheid. Bild Zick. Mhm. Super. Jetzt versteh ich alles. Was zum... Ich habe keine Ahnung, was der Typ will. Okay, das ist mir zu Pfeifert. Ich glaube, das ist nicht so sinnvoll, damit anzufangen. Das ist mir zu hoch. Wir machen erstmal zum Üben ein bisschen was anderes. Kein Schimmer, wie das funktionieren soll. Ich meine, er schreibt ja explizit, ich muss es nicht kompilieren, es ist schon fertig. Aber das ist anscheinend nicht so. Hat er nicht mal irgendeiner einen Blogpost oder so zugeschrieben? Nö. Alter, wir verwenden hier wieder ganz obskure Dinger. Dank Dennis weiß bestimmt Bescheid. Nee, also mit FFmpeg wird das so auf die Art und Weise nichts. Hätte jemand eine gute Idee, was wir ausprobieren könnten? Was könnte man in Rust laufen lassen und dann im Browser... Wie ist das denn? Moment, ich habe eine Idee. Wie ist das denn mit Multithreading? Wie ist das denn mit Multithreading in Rust und in Das wird doch nicht funktionieren, oder? Also ich werde doch nicht irgendwas multithreaden können und dann... damit irgendwie JavaScript mit JavaScript interagieren. Oder geht das? Rust, Wasm, Multithreading. Multithreading, Rust and Wasm. Okay. Monka S. Alter. Okay, das ist advanceder Shit. Das ist einfach alles so krasser Five-Header-Kram.
Ja, alles klar, easy, kein Ding, ja. Raytracing-Demo. Helps you create and execute Webworkers based threads. Okay, ja, nice. Nee, Webworkers kann ich auch so machen. Okay, ich glaube, Multithreading ist keine allzu gute Idee. Ja, ich dachte, man könnte aber das... Also man hätte ja das Rendern im Hintergrund machen können, also das Video rendern, also das Video transcoden. Ja Leute, ich weiß jetzt gar nicht, was ich gescheit machen soll. Ich meine, das mit FFmpeg funktioniert nicht. Ich brauche irgendwie ein Mini-Anwendungs-Case so. Irgendwas Kleines, wo man ein bisschen basteln könnte. Was gibt denn diese Mozilla-Anleitung noch her? Einfach mal Raytracing selber machen, ja, easy. Gibt es vielleicht einen Rust Decoder? Dann brauche ich kein FFmpeg. Vier Jahre! To-Do-App ist da nicht, ist da glaube ich nicht das Richtige. Oh, nee. Dann lieber FFmpeg. In FFmpeg weiß ich, wie der Kram funktioniert. Leute, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Okay. Gibt es... Hey, wie gesagt, To-Do-App. Ich muss mal gucken, was die Mozilla-Anleitung macht. Nee, das ist... Ach, das ist das war so ein Pack da Projekt. Ja, vielleicht steht da irgendwas Interessantes drin, was man ausprobieren könnte. Wobei Examples Hello World. What? Ja, das haben wir schon gemacht. Flashbang-Seite, ja. Ja, die Anleitung haben wir schon durchgemacht. Google in Dark Mode, POC. Leute, mir fällt gerade wirklich nichts ein, was ich als Anwendung. Das war jetzt ausnahmsweise mal echt so, ich habe mich absolut gar nicht drauf vorbereitet. Ich habe gedacht, wir basteln einfach ein bisschen. Aber ich weiß gerade echt nicht, was ich basteln soll. Ich meine, wir haben Sachen returned. Das ist garantiert nur ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was man machen muss. Aber mir fehlt gerade so die kreative Eingebung, was wir ausprobieren könnten. Ich meine, wir haben Bytes returned. Und das funktioniert erstaunlich gut. Was kann Rust WebAssembly besser als JavaScript? Du musst fragen, was WebAssembly besser kann. WebAssembly ist ja quasi das Target, was du... in das du übersetzt, also du, egal ob das jetzt von C++ oder von Rust oder von sonst wo aus ist. Das ist quasi eine zweite Runtime kann man das nicht nennen. Das hat sich seit ein paar Jahren etabliert im Browser als JavaScript-Alternative, allerdings weniger um JavaScript abzulösen, sondern eher als also Compile-Target für andere Programmiersprachen. Das heißt, du kannst, sagen wir mal, C++ nehmen, nach WebAssembly übersetzen und im Browser laufen lassen. Dementsprechend kannst du auch C++-Libraries, Crypto-Miner zum Beispiel, deswegen kannst du auch C++-Libraries verwenden oder Rust-Libraries verwenden. Ich will mir jetzt nicht WebAssembly in C++ noch angucken, da dreh ich am Rad.
Das ich nur mal just for fun. Was im Tutorial. So, und nachdem du quasi jetzt eine eigene Low-Level-Sprache im Browser hast, von der du, also in die du kompilieren kannst, von anderen Sprachen aus, kannst du halt mehr oder weniger fast alles im Browser laufen lassen. Ich meine, du hast immer noch Beschränkungen, nämlich das, was Browser nicht erlauben. Also zum Beispiel, du kannst es nicht einfach ein TCP-Socket aufmachen und sagen, ich lausche da jetzt mal auf neue Requests und sowas. Das funktioniert nicht. Weil das geht alleine durch die Browser-Sandbox nicht. Zu Recht, weil ansonsten hättest du ganz andere Probleme. Ja, oder aufs lokale Filesystem zugreifen oder so. Das funktioniert nicht. Was im Tutorial? Oh ne, nein Leute, ich mach garantiert kein C++ jetzt. Es fängt schon äußerst Paints Champy an. Wenn ich das schon sehe. Linux Kernel in Wasm. Mich würde es nicht wundern, wenn einer irgendein Mini-Mini-Kernel in Wasm schon übersetzt hätte. Ich meine, das ist reines C. Das sollte wahrscheinlich sogar irgendwie funktionieren. GC, Wasm und FFmpeg. Also du brauchst FFmpeg auf jeden Fall. Also ich, okay. Also mit meinen x86 FFmpeg Libraries kommt man hier, glaube ich, nicht weit. Ich glaube, man braucht wirklich dann eine WebAssembly FFmpeg Lib, dass ich die ansprechen kann, und ich weiß nicht, ob sowas gibt. Also Windows 98 könnte ich mir vorstellen, dass es das gibt. Die Grafikausgabe kannst du halt nicht in WebAssembly machen. Das ist Browser, das ist JavaScript. Es gibt FFmpeg Wasm, ich weiß, aber was genau soll mir das bringen? Das ist ein Command Line, das ist das FFmpeg Command Line Tool. Es sei denn, es gab doch zwei, es gibt FFmpeg Wasm und FFmpeg JS. Genau. Es sei denn, die erlauben einem irgendwie auf die internen Sachen zuzugreifen. Das glaube ich aber halt nicht. Das ist doch garantiert nicht der Source. Wo ist denn der Source? Hier. Import? Wo ist denn der Source Code für FFmpeg Wasm? Meint, das ist es ja nicht. Hier. Get create FFmpeg core. Patch. Wo ist es denn? Also hier ist es nicht. Der FFmpeg Source Code ist ein bisschen größer. FFmpeg Core.js. Ist das ein eigenes Projekt vielleicht? Ach, guck mal hier. Das ist eine gute Sache. Ach, hier. Ah, aber das kann man nicht in WebAssembly direkt verwenden, oder? FFmpeg Wasm Core. Mirror? Huh? Where we transpile C++ Code of FFmpeg to Java. Okay. Why? Specify Media File. Ja, genau, sowas will ich im Endeffekt machen. Wenn ich Build-Files in C++ schon sehe, dreh ich am Rad wieder. Alter.
Ich meine, vielleicht. Ich meine, das wird theoretisch mit Rust auch alles funktionieren, ne? Aber. Nee, das Übersetzen wird da nicht funktionieren. Okay, Leute, ich habe legit keine Ahnung. Also das mit FFmpeg taugt wahrscheinlich erstmal so nicht. Ich muss mir irgendwas überlegen. Ich hab heute keine Idee, was wir machen können. Das müssen wir verschieben. Weil, ja, so Basic-Sachen gehen, aber der Teufel liegt da im Detail. Also man muss bestimmt vieles machen, wovon ich jetzt noch keine Ahnung habe. Aber auch dadurch, dass ich keine Ahnung habe, nicht weiß, was es ist. Was im Game of Life? Nee, ich weiß, das ist das Tutorial davon. Das muss ich mir mal überlegen. Fallback auf zweite Stream-Idee. Nee, Fallback auf, ich gehe jetzt aufs Klo. Müssen wir alle mal weitermachen. Keine Ahnung. Fällt mir gerade nichts zu ein. Wir machen morgen weiter. Also wir machen morgen vielleicht was anderes. Ich muss mir, also zu dieser WebAssembly-Geschichte muss ich mir erst irgendein Anwendungsbeispiel überlegen, dass wir was Gescheites machen können. Das kann ich jetzt nicht aus dem Ärmel schütteln. Ne, das hat nicht funktioniert, Leute. Kann nicht immer klappen. Ich gehe jetzt auf. Wir gucken uns heute auch keine Videos an. Wir sehen uns im nächsten Stream. Macht's gut. See you.